Glück auf zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf eurem Stammplatz 1848. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute geht es um das nächste Pflichtspiel für unseren VfL, für unsere blau-weißen Jungs. Und zwar am Samstag um 15.30 Uhr steht das Spiel gegen RB Leipzig auf dem Programm. Zur besten Fußballzeit in einem, denke ich mal, ausverkauften Schmuckkästchen geht es um den nächsten Points. Und das werden wieder natürlich mal, wie jetzt es immer sein, werden Big Points im Kampf um die Klasse. Und ja, ne, ich meine, über Köln sprechen wir jetzt nicht mehr. Kann man nochmal kurz sagen, grandioses Spiel, geil gemacht. Nachbericht hatte ich dazu gemacht. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, tue ich es hier oben in die Beschreibung nochmal rein. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Und ja, auf jeden Fall zu dem Spiel gegen RB Leipzig. Was gibt's da viel zu sagen? Ne, ich meine, über die individuelle Klasse von Leipzig brauchen wir nicht sprechen. Die ist klar, auch wenn sie natürlich aktuell mit Nkunku und Schlager zwei Ausfälle, also vor allem die beiden, natürlich haben sie ein paar mehr Ausfälle, aber mit den beiden zwei Ausfälle auf dem Plan stehen haben, die sehr gravierend für die Mannschaft natürlich auch sind, haben aber trotzdem, ne, man muss sich den Kader nur angucken, dann sieht man trotzdem, allein mit Raum, zum Beispiel auch einer, der mir jetzt sofort in den Kopf kommt, und ein Werner, das sind natürlich allein so Spieler, die haben diese individuelle Klasse natürlich auch was zu reißen, ne? Und man kann halten von dem Club, was man will. Ich meine, ich persönlich bin auch kein Fan von so einem Verein. Das ist für mich kein Fußballverein, weil ein Fußballverein, der lebt von Tradition, der lebt von einer Historie, die nicht irgendwie so neumodisch oder irgendwie so ist. Da kann jeder von halten, was er will. Für mich ist es so. Aber man braucht natürlich auf der anderen Seite trotzdem nicht darüber streiten, was sie für eine individuelle Klasse haben. Und ja, das steht einfach fest, dass sie natürlich klar den besseren Kader haben als wir. Aber was wir, denke ich mal, auf jeden Fall mehr haben, ist diese, das haben wir auch wieder gegen Köln gesehen, einfach diese mannschaftliche Geschlossenheit. Das ist das, was uns besonders macht. Der Verein, der durch die Tradition lebt und vor allem in dem jedem Spiel eigentlich alles möglich ist. Das kommt ja auch wieder bei unserem VfL dazu. Das haben wir in der Vergangenheit oft genug gesehen. Natürlich gibt es auch viele Beispiele, wo es nicht so der Fall war. Aber wenn unsere Jungs gut drauf sind, hat man gegen Köln gesehen, ist alles möglich. Es ist alles möglich. Wie viele hatten uns bei dem Auswärtsspiel eigentlich schon abgeschrieben? Weil es erstens ein Auswärtsspiel war und zweitens in Köln. Und dann natürlich mit den Vorgeschichten im Hinterkopf. Und von daher, es ist alles natürlich mal wieder möglich. Und vor allem kommt für mich jetzt noch ein kleiner Faktor hinzu, dass Leipzig gestern mit einem 7-0 vom Platz gefegt wurde. Und das musst du erstmal verarbeiten. Und vielleicht, je nachdem, wie die dann halt am Samstag drauf sind, wenn du von Anfang an, also als VfL, deine Mentalität, deine Leidenschaft auf den Platz bringst, das Stadion sofort von den ersten Sekunden an so beflügelst, dass die Stimmung wieder mal einmalig ist, was sie sowieso eigentlich hier meist in unserem Stadion, dann kannst du die vielleicht noch mehr verunsichern. Dann kannst du wirklich vielleicht die Chance für dich ergreifen und dieses Momentum nutzen, was aktuell existiert. Und das wäre wirklich so eine Sache, das würde ich mir sehr hoffen, und das, denke ich, könnte die Wahrscheinlichkeit auf ein erfolgreicheres Spiel auf jeden Fall erhöhen. Das denke ich auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, ne, also vom Papier her allein sind die Zahlen eindeutig, da braucht man nicht drüber sprechen. Die Statistiken, wir konnten noch nie gegen Leipzig gewinnen, das weiß auch jeder. Aber nochmal, Statistiken sind da, um gebrochen zu werden. Und das ist einfach so. Wen kümmert es, was auf dem Papier steht? Es ist wichtig und entscheidend, was auf dem Platz passiert. Und gerade nach dem Köln-Spiel bin ich immer eigentlich hoffnungsvoll und euphorisiert von unserem VfL. Aber jetzt noch mehr. Jetzt ist wieder genau das da, was ich sehen wollte. Sie konnten aus diesem Tief raus. Die haben den Auswärtssieg für sich entschieden und können jetzt weiterhin auf diesem kleinen Selbstbewusstsein, was sich hoffentlich dann aufgebaut hat, weiter aufbauen und vor allem zu Hause wieder die Heimstärke dann auch zeigen. Das ist wirklich ganz entscheidend bei unserem VfL. Und wie gesagt, dann ist alles möglich. Dann ist alles möglich. Und dass es verdammt wichtige Punkte werden, das brauche ich auch keinem zu erzählen. Ne? Ich hoffe mal wieder, dass an dem Spieltag, der jetzt dann kommt, dass die alle wieder so gnädig spielen werden für uns, wie es auch am letzten Spieltag war. Da hat zum Glück keiner hinter uns mit 3 Punkten gepunktet. Und deshalb wäre es einfach nur immens wichtig, wenn wir versuchen können, entweder den Abstand zu halten, mit einem Punkt auszubauen oder eventuell auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass wir mit einem Punkt aus diesem Spieltag herausgehen. Weil ein Punkt gegen Leipzig ist für mich schon
in unserer Situation und alles, was man dabei berücksichtigen muss, ist schon ein Erfolg. Und wie ich es ja auch gerade gesagt habe, in Anbetracht der Tatsachen, die ja aktuell bei Leipzig auch so auf dem Programm stehen oder auch jetzt in der Vergangenheit gezeigt wurden, kann es natürlich auch vielleicht für mehr reichen. Wer weiß, an einem grandiosen Fußballtag mit 100%, 1000% Leistung, da ist alles dann, wie gesagt, auch möglich. Und unser VfL wird, denke ich mal, wenn man jetzt auch so aufstellungstechnisch dann mal schaut, da wird sich, denke ich mal, wenn jetzt nicht irgendwie morgen auf der Pressekonferenz was verkündet wird, dann wird sich, denke ich mal, auch an der Startelf nichts ändern. Dann haben wir einen Riemann, dann haben wir einen Soares, einen Ordetz, einen Masovic, einen Stylianides, haben dann im Zentrum haben wir einen Losilla, einen Osterhage. Auf den Außenbahnen haben wir dann Anfi Ajay und Asano. Als Zehner haben wir dann Herrn Stöger und vorne drin Philipp Hofmann. Und ich denke mal, wenn da jetzt nicht irgendwie was Außergewöhnliches dazwischen kommen sollte, werden wir genau mit der gleichen Elf wieder auf den Platz gehen. Osterhage wirklich mega Job auch gegen Köln gemacht und generell seine Entwicklung war und ist einfach nur schön zu sehen, wie er sich bei uns entwickelt. Masovic genauso, wie er sich entwickelt bei uns. Und ja, einfach nur denke ich mal, dass es eine gute Kombination ist, mit den Jungs auch wieder auf den Platz zu gehen. Und ja, das ist, denke ich mal, auch das, was ich euch für den Spieltag mitgeben möchte. Und genau, das auf jeden Fall zu der Geschichte Bochum gegen Leipzig. Und ja, was gibt es noch zu sagen über unseren VfL? Tatsächlich haben wir ja einen Neuzugang begrüßen dürfen, der von den Grasshoppers kommt. Und ich denke mal, dass auch er perspektivisch gesehen, dann, wenn er dann nächste Saison da ist, ein wichtiger Spieler werden kann, der wirklich auch gute Leistung gezeigt hat, wenn man sich mal so ein paar Spiele vielleicht auch angesehen hat, Ausschnitte etc. Muss man gucken. Junger Spieler, wenn ich das richtig im Kopf habe, bis 2026 an uns gebunden. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie er dann auch so einschlägt. Ich denke mal, nächste Saison kommt dann ja auch Tim Oermann zurück in die Verteidigung. Ist dann auch wichtig zu sehen, wie dann zum Beispiel in der Saisonvorbereitung und so, wie das dann alles laufen würde. Aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik. Da werden wir dann sehen, wie es da weitergeht. Ja, ihr habt es ja alle auch schon gelesen und gehört mit Patty Fabian. Da auf jeden Fall natürlich die besten Genesungswünsche. Werd schnell wieder fit. Ist natürlich immer sehr, sehr schade und traurig, wenn da echt eine so gesundheitliche Geschichte im Raum steht, dass du längere Zeit dann auch ausfällst. Da auf jeden Fall, wie gesagt, die besten Genesungswünsche. Und vielleicht auch noch kurz auf die Causa Riemann. Ich hatte sie auch schon mal in einem Beitrag geschrieben. Ich hatte ja auch eine Umfrage gemacht und hatte auch gesagt, komm, Esser müsste mal ins Tor. Da auch vielleicht noch mal kurz zu, das hatte ich, meine ich, auch in dem Video gesagt. Es ging mir gar nicht darum, irgendwie, oder geht mir auch gar nicht darum, wie man irgendwie mal da irgendwie vom Platz zu nehmen und zu sagen, du musst jetzt bestraft werden für deine Fehler. Sondern einfach mal so vielleicht ein bisschen den Kopf frei zu kriegen. Einfach mal zu schauen, dass es besser wird. Aber Riemann wäre nicht Riemann, wenn er mit seiner Leistung gegen Köln gezeigt hätte, dass er sich so den Kopf frei, also dass er so den Kopf frei bekommt, indem er einfach wieder ein sehr gutes Spiel an den Tag legt. Und somit ist jegliche Diskussion da auch ist erstmal wieder ad acta gelegt. Und deshalb, also auch wieder super Job. Und vor allem die Emotionen zum Schluss haben natürlich gezeigt, dass er einfach nur ein verdammt wichtiger Mentalitätsfaktor ist, genauso wie unser aktuell noch verletzter Simon Zoller, der auf der Bank auch alles gegeben hat und teilweise auch von manchen Fotoaufnahmen eher aussah wie ein Coach, als er da an der Seitenlinie rumgetanzt ist. Und von daher, das sind halt die Mentalitätsspieler, die wir brauchen, ne? Und die sorgen auch zusammen mit den anderen natürlich dann dafür, dass die Stabilität, die mentale Stabilität und vor allem dann auch die fußballerische Stabilität hoffentlich langfristig jetzt noch bis zum Saisonende bei uns vorherrscht und dass wir einfach allen zeigen können, dass der VfL in die erste Liga gehört, dass er da bleiben soll und es verdammt nochmal verdient hat, diesen Status weiterhin zu behalten. Tja, da dachte ich, wäre eigentlich fertig, wäre durch, guck aufs Handy und dann zeigt er mir einen Speicher voll. Die ganze Aufnahme konnte gar nicht gespeichert werden, deswegen jetzt auch hier dieser kurze Cut, den ich ja in der Vergangenheit gar nicht mehr eingebaut hatte. Weil ich mir auch dann so dachte, was ich sage, das sage ich. Und wenn da ein Versprecher drin ist, dann ist es so. Ohne da jetzt großartig immer was rumzuschneiden. Ja, also tatsächlich jetzt auch zum Ende, nachdem ich dann auf die Mentalität ja gerade auch nochmal eingegangen bin,
Mein persönlicher Tipp ist, und das hoffe ich einfach nur, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass wir 0-0, ein 1-1, dass wir es irgendwie hinkriegen, gegen Leipzig zu punkten. Und mein absoluter, ja, Traumwunsch ist eigentlich, dass es ein 1-0 für uns wird, hinten wieder so stabil sein wie gegen Köln. Einfach wirklich die gleiche Stabilität an den Tag legen und vielleicht rutscht uns vorne mal oder gelingt uns vorne dann halt mal ein Ball, der durchrutscht und dass es dann 1-0 für uns steht und dass wir es über die Zeit bringen können. Das wäre grandios, wenn das klappen sollte und deswegen, das ist mein Tipp. Schreibt natürlich wieder alles in die Kommentare, was euch durch den Kopf geht, hatte ich ja glaube ich auch gerade schon gesagt. Jetzt aber nochmal doppelt hält besser, falls ich es da schon gesagt haben sollte. Und ja, lasst mich einfach wissen, was euch auf der Seele liegt, was ihr so davon ja, denkt und alles Mögliche zu meinen Ausführungen. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, drückt auf den Abo-Button wie immer und lasst die Glocke bimmeln, damit ihr auch kein Video mehr von eurem Stammplatz 1848 verpasst. Und jetzt habe ich gerade gemerkt, habe ich ein bisschen zu schnell gesprochen. Ja, wie gesagt, lasst gerne auch ein Abo da. Ich hatte letztens mal geguckt, irgendwie 80% der Zuschauer haben noch kein Abo dagelassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Teil der Community werden würdet und ja, wenn wir gemeinsam immer im Austausch bleiben würden. In diesem Sinne, wir hören uns nach Leipzig und bis dahin alles Gute, bleibt gesund und Glück auf!